Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Wie ihr euer Selbstwertgefühl verbessern könnt. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 20. April 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben ein Verständnis dafür, wie ihr alle über euch selbst denkt, und wir möchten, dass ihr euch der inneren Funktionsweise des menschlichen Geistes stärker bewusst werdet. Wir möchten, dass ihr versteht, dass die Art und Weise, wie ihr über euch selbst denkt, zum großen Teil auf die eingebauten Beschränkungen eures Geistes zurückzuführen ist. Euer Verstand ist unfähig, das wirklich zu verstehen, was ihr als Quellenergiewesen seid. Und so erfindet euer Verstand Geschichten über euch selbst, die plausibler sind als die endgültige Wahrheit darüber, wer ihr seid. Diese Geschichten sind bezeichnend für das Ego, als das ihr zu handeln pflegt. Das Ego neigt dazu, entweder sehr hoch oder sehr tief zu gehen. Deshalb werdet ihr erkennen, dass ihr euch in einem Moment gut über euch selbst fühlen und im nächsten Moment sehr wenig von euch selbst halten könnt, obwohl sich eure wahre Natur als Quellenenergiewesen nicht verändert hat. Ihr seid dort und gebt euer Bestes unter sehr schwierigen Umständen, auch wenn keine Pandemie stattfindet. Wie bringt man also seinen Verstand dazu, sich selbst vom Haken zu lassen und nicht mehr nach den Bedingungen des Egos zu leben? Der beste Weg ist, euren Verstand und all seine eingebauten Grenzen zu umgehen. Geht direkt zu euren Herzen und fühlt die Liebe, die ihr seid. Fühlt für die bedingungslose Liebe der Quelle. Und wenn es euch in irgendeinem Augenblick schwerfällt, Zugang zu finden, dann macht es euch leichter. Geht und schaut euch eine Blume an, setzt euch unter einen Baum, streichelt einen Hund oder eine Katze. Wenn ihr jemanden in eurem Leben habt, den ihr liebt, dann schaut ihm in die Augen und spürt, wie der Funke der Göttlichkeit in euch entzündet wird, um euch zu zeigen, dass es das ist, wer und was ihr wirklich seid. Und euer Verstand hat es schwer, auch nur annähernd die richtigen oder am besten geeigneten Worte zu finden, um diesen Zustand des Seins zu beschreiben. Deshalb ist es an der Zeit, euren Geist vom Haken zu lassen, euer Ego eine Weile ruhen zu lassen und einen Teil der kostbaren Zeit, die ihr in euren Herzen habt, damit zu verbringen, euch daran zu erinnern, woher ihr gekommen seid und wohin ihr zurückkehrt. Und wenn ihr euch keine Sorgen darüber macht, wie lange es her ist und wie viel weiter ihr noch gehen müsst, könnt ihr einige Zeit in der ewigen Glückseligkeit des gegenwärtigen Augenblicks verbringen. Das ist etwas, was dem Verstand sehr schwer fällt. Und deshalb dient es euch so sehr, genau diese Perspektive, die ihr in euren Köpfen da oben habt, abzuschalten. Lasst eure Herzen der Aspekt von euch sein, der euch von jetzt an leitet. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.